Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Play Bayonetta Origins, The Wayside, The Lost Demon. Im letzten Part haben wir den Jabberwock endlich besiegt nach einem langen Kampf. Haben dadurch auch Wasserschäscher bekommen. Ich kann so eine geile Hydropumpe machen. Ja, was auch immer. Ah, nein, damit kann man das drehen. Ah. Das war doch klar. Das ist doch der Wasserzeichen da drauf. Na gut. Und in dieser Folge geht's weiter. Wir sind schon bei 50% angelangt. Eigentlich ist es zwar nicht über 50. Wir nehmen zuerst das Ding, dann gehen wir die Röhre und dann das Ding drehen. Und erstmal lesen. Irrlichtblatt 5. Seid ihr im Wald schon mal auf riesige tote Geräte? Rote Geräte gestoßen, die sich drehen lassen? Nein. Zufall ist genau da vor uns eins. Die sich drehen lassen. Das heißt, sie wurden vor langer Zeit von den Feen gebaut. Damals haben die Feen Irrlichter dazu gezwungen, diese Drehdinger anzutreiben. Angeblich nennt man sie auch Turbinen. Aber die meisten von ihnen haben mittlerweile keine Funktion mehr, denn die Maschinen und Vorrichtungen, die von ihnen angetrieben wurden, sind bereits kaputt oder im Wald überwuchert worden. Manche Waldtiere bunkern allerdings Avalon-Konfekt darin, also könntet ihr mit etwas Glück einen leckeren Imbiss daraus ergattern. Aber Vorsicht, nicht alle Turbinen sind außer Betrieb. Ein paar sind tatsächlich immer noch mit irgendwelchen großen Maschinen verbunden. Vor denen solltet ihr euch in Acht nehmen. Einmal habe ich eine davon, ohne groß nachzudenken, in Bewegung versetzt. Und plötzlich tat sich der Boden unter mir auf. Im See habe ich übrigens auch Turbinen gesehen. Die sind nur schwer zu erreichen, aber vielleicht könnte man sie mit irgendeiner Art Wasserstrahl zum Tränen bringen. Ist ein Versuch wert, oder? Ich werde erstmal Mario spielen. Wegen deinen Röhren. Ah ne, du darfst da nicht rein, du musst aber auch Wasser reinspritzen. Oha. Oh Gott, hat der Schwerter drin? Bullauge. Größe? Auffällig groß. Gewicht? Schwer genug, um nicht davon geweht zu werden. Persönlichkeit zielstrebig. Hobby? Wahrsagerei. Bullauge ist ein Irrlicht, das von sämtlichen Arten der Wahrsagerei geradezu besessen ist. Sie möchte unbedingt ihren Traumpartner treffen und hat dafür bereits alles Mögliche erprobt. Tarotkarten, Kristallkugeln, Horoskope und vieles mehr. Ihre Lieblingswahrsagermethode besteht allerdings darin, sich selbst mit Messern bewerfen zu lassen. Okay. Dabei versucht man, die Zielscheibe an ihrem Kopf zu treffen und wie genau man trifft, bestimmt mit welcher Art von Glück oder Unglück man in naher Zukunft rechnen kann. Das mag zunächst etwas brutal klingen, erfreut sich allerdings aufgrund des innovativen Charakters erstaunlich großer Beliebtheit unter den anderen Irrlichtern. Das würde ich jetzt so nicht beschreiben, aber okay. Außerdem darf Bullauge sich dabei frei bewegen, weswegen die meisten Irrlichter sie ohnehin nie treffen. Falls jemanden jemals ein perfekter Wurf direkt in die Mitte ihrer Zielscheibe gelingen sollte, würde Bullauge die Person sicher sofort als ihren Traumpartner anerkennen. Aber bisher hat er noch keiner so viel Glück oder Pech. Warte mal, hä? Guck dir das jetzt gleich nochmal an, wenn wir es sehen. Ist das nicht? Na gut. Ist auch voll gut getroffen. Naja. Würde ich sagen, drehen wir mal die Turbine. Machen wir. Und wir sollten demnächst auch wieder Highlights herstellen, glaube ich. Na guck, und jetzt müssen wir da runtergehen. Wenn wir eh schon direkt hier sind. Wir haben so viel, Jan, alles. Komm, mach ich. Guck, da ist es doch sinnvoll, jetzt dann. Warte mal, haben wir das schon gekauft oder noch nicht mit dem Ertragen? Ja, aber noch nicht. Schade. Man kann auch verschiedene Sachen zusammen machen, das ist natürlich auch interessant. Boah, wow, jetzt geht's ab, jetzt Explosion, buff. Gut, dann kann auf ja zum See. Ist das der See des Zorns? Wow. Sind ja, nicht mir ist gerade kein besserer See eingefallen. Kennst du einen See aus Videospiel? Okay, der Hylia-See. Oh. Was denn jetzt? Biologieaufzeichnung 7. Ich bin immer wieder aufs Neue erstaunt von den unbeschreiblichen Entdeckungen, die ich seit Betreten des Waldes mache. Vor kurzem stieß ich auf ein gewaltiges Seerosenblatt. So gewaltig war es, dass es mich problemlos übers Wasser trug. Meine Fachkollegen würden nun vermutlich einwenden, dass es sich dabei bloß um eine besonders große Victoria Amazonica gehandelt haben muss, doch dem kann ich nur widersprechen. Denn selbst die
Victoria Amazonica würde unter dem Gewicht eines Erwachsenen im Wasser versinken. Die Sisi-Rosenblätter dagegen sind deutlich robuster und größer. Ich wage zu behaupten, dass ich damit einen der großartigsten botanischen Funde der letzten Jahrhunderte gemacht habe. Und da diese Seerosenblätter hier im Wald von Avalon heimisch zu sein scheinen, habe ich sie auf den Namen Peria Avalonica getauft. Im Moment spiele ich mit dem Gedanken, eine davon als Boot zu verwenden, um den See zu überqueren, auf dem ich sie entdeckt habe. Und so in neue Gebiete des Waldes fortzuführen. Ohne Spaß, das erinnert mich sehr an Super Mario Sunshine, das Finale mit dem Dreck weg und diesen Bötchen. Ja. Und den anderen Seerosenblättern, die es halt gibt, wo man sich auch sofort bewegt. Okay. Übrigens habe ich seit einiger Zeit das Gefühl, von irgendjemandem oder irgendetwas beobachtet zu werden, auch wenn sich dafür keine wissenschaftlichen Beweise finden lassen. Hatten wir ja auch gesehen, diese eine Teetasse, wo jemand saß. Ich kann nicht sagen, ob es sich dabei um einen Menschen oder vielleicht erst geisterhafte Wesen von neulich handelt. Aber dass ich beobachtet werde, daran besteht kein Zweifel. Da fällt mir ein, es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Womöglich handelt es sich bei meinem Beobachter oder meinen Beobachtern um eine Art hochintelligente Wesen, auf welche die vielen Feenlegenden zurückzuführen sind. Ein interessanter Gedankengang, dem ich weiter nachgehen muss. Nothing to worry about. A leafless bee will hold us up no problem. Right? Aber warte mal, können sich jetzt hiermit nicht noch ganz viele Secrets irgendwo in irgendwelchen Ecken verbirgen? Dann was tust du da? Ja, da war so ein Ding zum Drehen. Das habe ich. Aber ihr schwimmt! Guck jetzt, geh nochmal mit ihm rein. Hä, warum? Ich weiß nicht, wie ich das gemacht hab. Da oben links auf jeden Fall erstmal hin. Das ist nicht links. Da geht's auch weiter. Ach, da wollte ich auch gar nicht hin. Ja, das müssen wir jetzt ja können, nach meiner Logik. Ich würde erstmal an Land gehen, so als Tipp. Aha! Sehr schön. Angriff! Hier sonst ist hier nichts. Zack! Haben die auch Feuerbarrieren? Interessant. Was bringt das jetzt, wenn man die Röhre schießen? Ah. Ein bisschen Loot. Kann man immer gebrauchen. Es wird immer hübscher hier. Schwimmen. Kein See und kein Fluss können Wasserschächer aufhalten. Nutze R und er schwimmt mühelos über jede Wasseroberfläche. Schächer kann nur in seiner Wasserform schwimmen. Betritt in anderen Formen das Wasser und er wechselt sofort zur Wasserform. Ah. Man stirbt er dann nicht. Interessant. Geh mal weiter nach links erstmal. Da vorne geht's ja weiter. Oder geht's hier nicht weiter nach links? Ich glaube, wenn du jetzt mit dem Blatt ganz weit nach links fährst, meine Prediction, da könnte das sein. Ja, kann ich nicht einfach springen mit ihm? Ich verstehe es noch nicht ganz, aber okay. Nein! Manchmal geht's aber auch. Du wolltest springen, da hast du es gemacht. Ui. Ah. Aber. Oha. Hä, warum? Immer ganz okay. Ich kämpfe noch nie wieder, ich mache aber nur noch so. Shit. Lass mich hier weg. Nein. Du kommst ja nie wieder weg. Du musst mit Theresa schon sich ein bisschen bewegen, Jan. Ich will aber nicht. Dann lässt du sie sterben. Oh Mann. Eiskalt. Alter, also. Das kann man bei denen jetzt auch anwenden. Kannst du, ja. Und zack.
Was ist das denn in der Mitte? Das sieht auch noch etwas aus, was man mit Wasser bewegen kann. Aber da es da weitergeht, machen wir das erstmal noch nicht und gucken uns noch weiter um. Da unten war nämlich erstmal ein Schalter. Okay, lass uns doch mal da durchfahren. Ja, erstmal drüber laufen. Scheint eine Abkürzung zu sein. Ah ne, ist keine Abkürzung, ist nur eine kleine Area mit Minispielen. Komm! Tada! War ich knapp, immer, aber ist geschafft. Dass die Truhe dann dazu gehört, ey. Ich dachte, die spawnt dann los. Ein First Try. Die Tränke, wenn man dazu bekommt, das ist immer... sind doch eh schon voll. Ja, man müsste es halt einfach regelmäßiger einsetzen. So, erst durchgehen oder erst oben lang? Nee, hier durch. Oben lang waren die Spuren. Oder? Konnte man... Ich weiß nicht, ob man... Ich muss hängen bleiben, sonst geht das wieder runter. Ja. Muss man vielleicht mit Cheshire alleine dann machen. Was ist los? Hey. Eine grundsätzliche Mechanik hast du übersehen, nämlich, dass du mit ihr hängen bleibst, mit Cheshire rumfährst und dann wieder aufsteigst auf der anderen Seite. Ja, das geht natürlich auch. Die Gedanken eines Jans sind unergründlich. Die Struktur der Gedankengänge ist sehr linear. Ey. Ja, das ist ja nicht so kompliziert zu denken, wenn man sich kann. Nicht aber die Frage ist, nee, du machst das jetzt erst. Weil da geht's weiter. Du musst diese Spirale drehen, dann geht das hoch und da passiert irgendwas sicherlich. Also Gesteinschächer wird dir da nicht viel helfen. Doch. Der wird höchstens wie ein Stein im See versinken und dann ist Ende. Oha. Das ist Angst. Okay. Auf jeden Fall erstmal nochmal was für sie und zweimal Blut. Wir haben lange keine Frucht mehr von Cheshire gefunden, muss ich jetzt leider sagen. Jetzt ist es wieder andersrum, ja. Das waren eigentlich jetzt Stellen, wo man Feuer braucht. Ich überlege gerade. Wenden wir schon noch. Ach, das, wo Eis war. Diese Eis. Stimmt, Eis, ja. Wurzeln, nenne ich es mal. Ich glaube, du musst es in die andere Richtung drehen, aber. Das ist nur so eine. Dann gucken wir uns hier nochmal um, ob das alles war. Scheint aber so. Ja, dann steigen wir da mal aus. Da kann man ja aussteigen. Kommst noch nicht so ganz mit der Steuerung klar, oder? Ach, soll doch ruhig. Also leichte Unsicherheiten sind zu erkennen. Oh no. Tschüss, Cheshire. Oder noch gar nicht fertig. Nee, danke. Sei du mal froh, dass das von alleine runterkommt. Bisschen, ja. Ach, schön.
Oha, oha, da ist er wieder, Morgana. Als ob du dir den Namen merken kannst. Ja. Wer ist denn Saba? Morgana's projection appeared before her once again. She seemed relieved. Königin, Hexenkönig oder so. Theresa, you look different. Did something happen, my dear? Ja. Morgana, I defeated a giant monster. You should have seen it. Unable to contain her childish glee, Theresa explained how they had taken down the Jabberwock. It is a miracle you escaped unscathed. I thought I told you to find a safe place and stay put. But I must admit, I am surprised. Perhaps you have grown more than I thought. Words of praise from Morgana were as rare as igloos in Inferno. It took all of Ceresa's willpower not to jump for joy. I believe you're ready for more powerful magic techniques. Oha. They will allow you to draw out the true strength of your familiar. Was geht denn jetzt los? Listen, Theresa. I have begun my preparations to get you out of that forest. What? The strength of the fairy magic that protects Avalon is immense. It will require an equally powerful spell to break. I have begun my incantation, but it will take until dawn to complete. You must survive until then. Yes, ma'am. Wir wollen doch noch gar nicht raus. Skill at controlling a demon determines one's worth as a witch. Remember this if you hope to take on any more monsters in that forest and live to tell the tale. After Morgana's specter had vanished, Cheshire let out an angry growl. Oh, Morgana always talks like that. Don't worry, I know you're not just some kind of weapon. But it wouldn't kill you to listen to my advice once in a while. Cheshire snorted in response. Oh, you're hopeless. And with that, Ceresa's good mood disappeared as quickly as it had come. Chef wird böse. Kapitel 8, zerrissen. Wir wissen, es gibt 11. Oh. Hm. Interessant, interessant. Was hat's mit dem Blatt auf sich? Hä? Deko. Deko, ich weiß ja nicht. Ach, guck mal. Genau, das sind so Sachen, die du dingsen kannst. Tja, dann geht's ja wohl doch nicht weiter. Aha, doch keine Deko. Wir haben den Wasserstand gerade geändert. Ja. Ja, geh da runter, da ist doch eine Leiter. Du gehst falsch rum. Stopp. Oha. Der Moon. Nicht so schnell, du hast doch gar keine Kontrolle. Vielleicht jetzt links gucken, weil rechts geht sicherlich weiter.
Hier das schon, sieht ne? nach einer großen Leere aus, aber das heißt nicht, dass da vorne irgendwo was ist. Da passen wir nicht durch. Das ist immer zu dick. Wir sollen die wohl anlegen. Und wie es aussieht, kann man hier auch den Kegel ändern. Ich sehe doch da drüben schon eine Leiter. Regelrecht in die Reihen gerannt. Er stand dann auf einmal da. Und zack. Hä? Wie kommen wir zur Truhe? Von hier auf jeden Fall nicht. Oder kannst du da runterspringen? Nein, das ging auch vorhin auch nicht. Ja, aber das war hochspringen und diesmal ist es runterspringen. Man muss es ja wenigstens versuchen. Dann wird es von der anderen Seite gehen. Oh. Ja, ja, so natürlich. Haben wir es versucht. Yes! Ich wollte gerade sagen, jetzt läuft sie und kommt nicht mehr runter. Ui. So, was haben wir hier falsch? Die wollen, dass wir da angehen, deswegen gehen wir noch nicht da lang. Oder bringt das hier nichts? Es hat sich halt, der Pegel ist halt niedriger gegangen. Jetzt ist die Frage, hat sich jetzt hier unten noch was geöffnet oder müssen wir da hin? Joshua, mach Platz. Ja, jetzt geht's irgendwie wieder mit der Geschwindigkeit. Keine Ahnung, was das war. Da links kann man nicht über den Baum. Immer wenn so grünes Gras ist, ist Ende. Wir haben nämlich Zerschneider nicht, Jan. Ohne Zerschneider geht's nicht. Wir haben zwar einen Grascheschere, Holzcheschere, wie auch immer. Aber das reicht nicht. Sagen Sie mal, halten Sie sich zurück. Ich vergesse das immer, den Part zu machen, ne? Was ist das in der Mitte für ein Gerät? Der ist zum Drehen halt. Ich habe schon gedacht, ob man das nicht benutzen kann, aber es sah so unbenutzbar aus. Aber jetzt hat sich alles geändert. Alter. Ja, wo geht's denn jetzt hin? Einfach 5 Kilometer nach oben. Oh. Du kannst doch wieder sagen, was falsch ist. Mach das bei dem Ding. Nicht bei der Truhe. Thank you.
Nein, das sollte sonst angezeigt werden. Andere Seite. Also links vorbei. Da oben. Sehr gut. Hilfe. Und die Truhe davon gleich nicht vergessen. Was haben wir hier Schönes? Fentanyl. Jetzt habe ich nicht gelesen. Vorbereitung. Liz. Ah ne, so hieß das Kapitel. 54%, ui. Gehen Sie auf, Tor. Alle haben eine Geo-Barriere. Was hilft natürlich mit 3 Geo am besten? Okay, die anderen am Feuer, ich hab dich vertan. Sorry. Angriff. Dann muss er mich entschuldigen. Kannst du das denn angreifen? Ja. Ist das in deiner... Ich wollte gerade sagen Handtasche. In deiner Werkzeugkiste. Wer sind Sie? Du bist kein neuer Gegner. Warum bist du neuer Gegner? Hitziger Berserker, Mulkibär. Er sieht sehr ähnlich aus wie der andere. Ja. Weil er jetzt eine Feuerbarriere hat. Immer noch nicht Feuer. Ich mach das Geo. Aber der hat gesagt hitzig. Hitzig ist für mich heiß und Feuer. Und drück doch ZL. Oh. Machen erst mit seiner kleinen Helferlein tot. Und dann kriegt er erst das Brett. Zack. Let's get him, Schädel! Nein, ich kann keinen Plus drücken so schnell. Dann machen wir es halt hier. Die Freunde. Topas Springer. Ein zweibeiniger Zauberkrieger mit einer Vorliebe für Flammen- und Steinmagie. Diese Feen verfügen über ausgezeichnete Fähigkeiten sowohl im Bereich physischer als auch magischer Angriffe und nutzen daher einen Kampfstil, der von beiden reichlich Gebrauch macht. Ihre umfangreichen Kenntnisse, da fehlt ein N. Skandal. Im Bereich der Steinmagie befähigen sie dazu, ihre Feen mit Streit im Kampf mit Barrieren zu schützen. Und ihre Flammenmagie soll extreme Temperaturen erreichen können, weshalb schon manch einer, der sie verärgert hat, zu einem Häufchen Asche verbrannt wurde. Sie setzen Magie ein, die von negativen Schwingungen erzeugt wird und verursachen damit Verbrennungen, die viel länger als gewöhnlich brauchen, um abzuheilen. Da sie stets nach neuen Wegen suchen, ihre Flammenenergie noch mächtiger zu machen, jagen sie besonders aggressiv nach negativen Schwingungen. Für Feen kann die Macht der Flammenmagie so überwältigend sein, dass sie irgendwann ihre Seele verschlingt und ihnen völlig den Verstand raubt. Mulkibär
sind da keine Ausnahme und viele von ihnen zeigen einen bedenklichen Mangel an geistiger Stabilität. Auf dem Schlachtfeld rasten sie oft völlig aus und sind nicht mehr aufzuhalten, bis sie schließlich völlig ausgebrannt sind. Haar ausgebrannt bei einem, der Feuermagie kann. Unter anderem Feuermagie. Schön. Tada, eins noch. Jetzt aber, jetzt overdose es doch nicht. Ich finde das jetzt so lustig. Ich sollte das nicht so lustig. Ich hab grad gedacht, du hast das Spiel schon wieder kaputt gemacht. Nee, alles gut. Ein bisschen vielleicht. Oha, mein ganz Farbe. Moi, you managed to defeat the ferocious Jabberwock. It's hard to believe you were the same girl who I found sobbing all alone in a dark nightmare. You truly have grown strong. Really? Thanks. You know, you still haven't told me your name. I am Lucaon. And you? War jetzt nicht der normale Luca, oder? Was? Ich bin Luca. Ich bin Mann von Bayonetta. Stimmt. Wurde der mit K oder mit C geschrieben? Mit K, glaube ich. Also passt das von daher. Der war aber nicht blond. Nee, war auch nicht, das muss ja nichts heißen. Da sind ja viele als Kind blond und wir kriegen dann später dunklere Haare. Ja, das ist kein Kind. Und selbst wenn, das ist im Kindergartenalter und nicht im Alter von, der sieht aus wie 16. Oder von mir ist auch 12, aber... Na, ich meine, da kannst du es ja auch einfach färben, mein Gott. Er ist ja nicht jemand, wo die Haare wichtig sind, glaube ich. Und Hexen sind immer weiblich. Von daher. You are also trying to find your mother, aren't you? Yes. Even after countless moons, my mother still waits for me outside the forest. I want to go to her, to dry her tears. Cerisa, please break my curse. If you destroy the final elemental core and come to the heart of the forest, my dream, our dream, will become a reality. We can leave the forest together. I will help you save your mother and we can all live as families once again. Look on. I understand. I'll do my best. Warum zweifelst du? Ist das weiß, hä? Denkst du, er ist böse? Wenn ich dir vorstelle, ist es zumindest oft genug so. I feel the same way. I have never met another who understood my pain, shared my dream. Wie es aussieht, hat er ein ähnliches Schicksal wie Bayonetta. Mysteriöse. Another meeting with Lucaon. Remembering the dream sent Cerisa's young heart aflutter. Jesher noticed Cerisa's flushed cheeks and stared at her inquisitively. Aha, verliebt hier, mhm. So nämlich. Oh, it's nothing. Das wollte er dafür springen, das ist Lukas. Anyways, there is something I should explain while I have the chance.
Ceresa told Cheshire the reason she had entered Avalon Forest. Lucan appearing in her dream. Als ob sie das noch nicht immer erzählt hat. Her quest to save her mother. And the power she was promised that waited at the heart of the forest. Cheshire was speechless. Das ist ja ein Skandal. Entering the forest based on a half-remembered promise from a boy in a dream. I know what it sounds like, but it's all coming true. The elemental cores were just as Lucan said, right? These are more than mere dreams. If he did not return to Inferno soon, Cheshire would surely die. The thought that he was chasing the whims of a love-struck child sent his blood boiling with rage. If I don't make it back to Inferno, the last thing I do in this miserable world will be tearing you limb from limb, roared the furious demon. Lucan could teach you a thing or two about how to talk to a lady. Nothing. Come on, let's go find that core. Noch mehr Story. Da vorne ist direkt der nächste. Wir sollten kurz ein Stück zurückgehen, weil da die Truhe war. Genau da rechts. Sehr schön. Dann weiter im Text. Also da rechts geht weiter. Gingst du links noch irgendwo hin? Glaub nicht. Oh Gott, glaub nicht, nee. Jetzt ist das ja runterweg. Na gut. Cheshire came across a pool where lily pads stretched as far as the eye could see. Just how long would it take for this many to grow? They stood in awe of the forest's diligent workings. Ich will anfassen. Unglaublich, wie wurde dieses Sirosenblatt nur so groß? Hat bestimmt was damit zu tun, mit der ganzen Magie hier in diesem Wald. Das, ich will das sehen, das kann nicht sein. Ich muss irgendwo... Da ist auf jeden Fall schon rausrühren Ding. War das andere der Weiterweg? Denke ich mal. Ich habe keine Spuren gesehen, deswegen... Deine Taktik kann doch nicht sein, dass du immer nur... Das scheint so, als würde es hier weitergehen. Das geht doch nach oben. Ich meine, die Spuren gehen dahin, ja. Das sollte hier runter erstmal. Also das scheint hier halt nicht wirklich was zu sein. Da ist eine Leiter gewesen, die du nicht gesehen hast, rechts. Ach man. Ich frag mich echt, wie du dieses Spiel spielst, wenn ich nicht dabei wäre. So viele Sachen, die man nicht im Blick hat. Ich meine, sicherlich auch andersrum, wenn ich allein spiele. Ja. Ist halt so. Hä? Kannst du die kaputt machen jetzt? Ah. Ist aber neu. So eine Blume habe ich noch nie gesehen, so eine Rose. Also im echten Leben schon. Alter, fast bei 1000. Oha. Ja, okay, wir sind über 1000. Alter, was geht denn hier ab? Hä?
Was ist das denn jetzt? Ist noch eins. Warte, 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 stopp, bevor du es machst. Stopp, stopp, stopp. Gehen wir mal rechts. Da unten rechts geht's nicht lang. Okay, ich dachte, hätte ein Weg sein können. Ja, ist egal, wir gehen da jetzt hoch. Hier lang jetzt. Ja, das andere ist ja der Weg, wo es weitergeht. Mal nur nach unten? Ja, geht nur nach unten. Dann gehen wir nach unten. Da drüben war es auch noch eine Erinnerung. Eine Unterschrift. Ein Dokument. Das Geräusch hat gerade so gut gepasst. Und du hast es verkackt. Ich weiß ja nicht, ob das die richtige Richtung ist, wo du hin sollst. Keine Ahnung. Kannst du nicht mit? Egal. Kann ja nicht egal sein. Irgendwas muss man da machen. Ja, wir müssen ins Wasser. Ich geh mal mit ihr ein bisschen näher. Ach, sonst trennt sie sich ja. Okay, das heißt, sie muss da oben drauf. Und Schächer muss sie zum Teil bewegen. Darüber, sie muss da hoch. Da links muss sie hin. Auf die Erhöhung da. Und du musst halt zwischen Wasserschächer und Holzschächer wechseln. Ja, das geht ja nicht, wenn ich... Oder? Natürlich geht das. Das ist die falsche Seite. Du sollst hier nach links gehen. Was machst du denn da? Das ist die falsche Richtung. Warum denn? Ja, weil das... Na gut. Das ist vielleicht die eine Sache. Ich dachte, man hätte da auch woanders hingekommen. Geschichte des Feenkönigreichs 4A-Tour war von Natur aus friedlich veranlagt und daher eigentlich kein Freund von Kampf und Blutvergießen. Dennoch war er mit der kriegerischen Talent gesegnet. Wusste allerdings auch, dass er damit allein nicht gegen Moltreds Macht ankommen würde. Und so begab er sich zuallererst auf die Suche nach einem sagenumwobenen Schwert. Ja, Arthur und hier, wie hieß das Ding? Excalibur oder was? Naja, das einer Legende nach irgendwo im Gebiet des Sees Nimue schlummerte. Auf einem Seerosenboot erkundete er verschiedene Zuläufe dieses Sees, bis er schließlich in der Nähe seines Geburtsortes auf das Funkeln der göttlichen Klinge stieß. Kaum hatte seine Hand den Schwertgriff berührt, entstieg eine Göttin dem See und richtete folgende Worte an ihn. Nehmt dieses Schwert, auf das seine Klinge ein wenig in eine bessere Zukunft Avalon bahnen möge. Von neuer Entschlossenheit gepackt, ergriff Arthur das Schwert und befestigte es an seinem Gürtel. In Windeseile sprach sich herum, dass jemand endlich das wundersame Schwert aus dessen Ruhestätte gezogen hatte und viele gleichgesinnte Feen, die von Arthurs gutherzigen Wesen wussten, eilten zu ihm, um sich seiner Sache anzuschließen. Arthur hielt das Schwert gen Himmel und erklärte Moltred den Krieg und mit dieser großen Geste hatte die Schlacht um Avalon offiziell begonnen. So, was ich jetzt eigentlich meinte war, du gehst jetzt mal wieder zurück, bringst sie wieder zu diesem Ding da und dann machst du das gleiche, was du eben gemacht hast. Und da auch oben, genau, da im Norden musst du sie mit diesem Ding hin befördern, auf diese Erhöhung. Und musst dann halt Schächer erstmal mit dem Wasserstrahl da hinten hin befördern und dann von da hinten sie hinziehen. Du darfst halt nur nicht zu weit wechseln. Und wie es scheint, ist das zu weit weg. So, jetzt muss er wieder nochmal kurz wechseln und dann nochmal ziehen und dann ist sie da.
Ach, sie kann schon springen. Na dann. Gut. Cheshire, over here. Aber ich finde das gut, dass das so eingebunden wird, die Fähigkeit jetzt auch kombiniert. Ja. Mal sehen, wie krass die das noch auf die Spitze treiben werden. So, was ist da hinten am Ende? Ist da nichts? Was ist das? Kannst du irgendwas mit Geo machen? Was ist immer die Fähigkeit, die du hast? Hä? Aber Feuer ist da auch Quatsch. Das verstehe ich nicht. Aber mit Ceresa kannst du auch nichts machen. Also du hast nur dieses Ding. Also wir haben jetzt nichts Neues dazu gelernt. Nö. Okay, ich bin verwirrt, aber gut, dann dahin nach oben, wo das andere Ding war. Das sich dann sicherlich auch nach oben gedreht hat. Ja, heute auch wieder ein krasser Maxi-Part, aber es gab halt auch keinen Zeitpunkt, wo man hätte beenden können, so richtig. Was ist das denn jetzt wieder oben? Jetzt bin ich verwirrt. Wo ist das Drehdings hin? Abgehauen. Den kann man hier wohl doch noch ein paar Sachen angucken. Oder ist das eine Abkürzung? Ne? Muss halt ein Rückweg sein, wir kommen da ja nicht mal lang. Ja, aber da geht's ja auch weiter. Jetzt bin ich ganz verwirrt. Ich glaube, mir ging's da oben wohl doch nicht weiter. Doch, da waren die Spuren. Die gingen da eindeutig hin. Verwirrend. Bisschen, ja. Ach, jetzt sind wir hier wieder. Erinnerst du dich? Ja. Warum jetzt diese ganzen Items wieder hier sind, weiß ich jetzt nicht. Aber okay. Cheshire darf auch mitkommen. Ausnahmsweise nur heute. So, jetzt mal gleich da wieder. Manchmal sehr undurchsichtig, welcher wirklich der richtige Weg ist. Aber die Spuren sind halt krass. Mit dem vertraut man halt. Gut, da geht's auch jetzt. Angriff. Wieder 3 Kilometer nach oben. Eine Unterschlupf, sehr schön. Yes! Da war eine rote Truhe in der Nähe. Und da ist noch ein anderes Ding. Lass mal lesen. Links und rechts sind Secrets. Umbra-Lehrlingstagebuch 3. Guck mal, jetzt haben wir das gefunden. Oha. Wir hatten die anderen schon. Aha. Diese Feen können ganz schön gerissen sein. Sie haben mich jetzt schon einige Male mit ihren Angriffen getroffen. Es sind aber auch immer gleich so viele Feen auf einmal. Das ist echt unfair und tut auch richtig weh. Jetzt müsstest du eigentlich den Sautolot machen. Das ist echt unfair. Ja, okay, ich sag's nicht nochmal. Vielleicht war es doch keine so gute Idee, diesen Wald zu betreten. Nein, halt, ich darf nicht jetzt an mir zweifeln. Wenn ich eine richtige Hexe werden will, darf ich nicht aufgeben. Ich sollte erst einmal zurück zum Lagerplatz, um irgendwas zu brauen, womit ich meine Wunden versorgen kann. Wir Hexen haben schließlich so...
Einige Asse im Ärmel. Und hier im Wald finden sich die verschiedensten Brauzutaten. Oh, gibt es hier was Neues? Also alles kein Grund zur Sorge. Ich sollte allerdings einige der Rezepte aufschreiben, die ich ständig vergesse, bevor ich mich nachher gar nicht mehr erinnere. Da wäre das Heiltonikum, das ich jetzt definitiv nötig hätte. Dazu braucht man Mantragora-Wurzel und gebackenen Gecko, glaube ich. Dann der Umbrasirup. Mit dem Zeug kann man zaubern ohne Pause. Dafür braucht man ebenfalls Mantragora-Wurzeln, aber einige mehr als beim Heiltonikum. Und dann noch gebackenen Gecko und das Horn des Einhorns, glaube ich. Mensch, es gab doch noch mehr, aber wie gingen die bloß? Ich hätte besser aufpassen sollen. Naja, den Rest schreibe ich mir dann auf, wenn er mir wieder einfällt. Ach, es gibt wohl doch noch mehr von diesen... Na, weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Er hat doch jetzt irgendwie nur 2 oder 3 Rezepte gesagt. Ja, aber das scheint nicht so, als würde ich... Wenn er was vergessen hat, dann fehlen ja wohl noch ein paar. Na, weiß ich nicht. Mal gucken. Diese Seerosenblätter sind erstaunlich praktisch. Man kann sie sogar als Boot benutzen, als Plattform. Ja, ist absolut korrekt. Nein. Ach, das gibt's doch nicht. Well, who do we have here? Frankly, I'm surprised you've made it this far. You even took care of a monstrous Jabberwock. Violent even by fairy standards. I never expected a witch to come along and beat him. And you've destroyed another elemental core. But you don't seem happy. You're not hurt, are you? No, we're fine. Hey, how about telling us where we can find the last elemental core? You know, don't you? Ja, hat er doch. I've often said, hurrying will get you nowhere. Das hat er doch. Er hat doch den letzten Kern da. You sound like my teacher. Würde ich schon sagen. Ich meine, war ziemlich klein, aber trotzdem. Könnte auch genauso gut ein Licht sein. Na klar. Ist das Bowsers Schloss oder ist das Ganons Schloss oder ist das jetzt... Man weiß es nicht. Ignis Empfehlung, falls du dich einmal verläufst, die Fußspuren des Weißen Wolfs auf der Karte zeigt. Ja, das hatten wir doch schon mal. Willst du mich verarschen? Dein nächstes Ziel ist etwas weit entfernt. Komm, ich führe dich hin. Nee. Warum hast du ihn denn nochmal angesprochen? Ja, musste ich. Ich war ja so rangehoben, ich musste das machen. Ja, guck mal nochmal um. Hier mal gucken, verbessern und dann speichern wir. Ich glaube, hier lag noch was anderes zum Lesen, aber nicht jetzt. Aber wir können einiges machen. Ja, die Wirkung von gebrauten Items. Größere Taschen auf 7 dann. Aufhebschockwelle, schnelles Aufladen. Du liest ja nicht mal durch, was das macht. Ja doch. Ja, du hast da eine Sekunde drauf gemacht. Du kannst das auch nicht so schnell lesen. Ja komm, such dir was aus. Wie im Süßigkeitenladen. Ja, soll ich das mit den Tränken machen oder eher hier unten auf andere Sachen? Theoretisch finde ich das Aufladen und sowas halt praktischer. Ja, dann nimm das doch. Frage, schnelleres Aufladen, Giftbahn oder Höllenbänder? Aufladen. Wollen wir da noch was kaufen? Ja. Dann nochmal. Geht das auch noch? Nee. Aber könnten wir das noch? Giftdorn? Oder wir nehmen jetzt noch eins von den Tränken? Nee, Giftdorn finde ich besser tatsächlich.
So, Cheshire. Hast du irgendwas Konterrausch? Ah, da lass auf einen erfolgreichen Konter. Ja, das würde ich auf jeden Fall nehmen. Das hört sich gut an. Ja, aber ich kontere ja eigentlich nicht wirklich. Dann lernst du. Oh, das war auch gut. Kann man eh nicht nehmen. Wasser beherrscht. Oh, shit. Ich glaube, das, was da oben ist, braucht. Okay, außer das Verwandlungsattacke. Wechsel Cheshires Element, wenn er angreift, ausweichen. Das ist ausweichen. Cool. Irgendwas mit Kombos. Na, nimm das doch. Ich glaube, auch jetzt wächst der Baum nicht nochmal. Ja, aber die Feuersachen. Ja, okay, aber das. Der wird da nicht nochmal größer, dann kommt das an dem Ast dazu oder so. Na gut, wir speichern jetzt und im nächsten Part gucken wir uns hier um und gehen weiter. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Final Origins, der ist uns alles jemand gefallen. Ich schalte auch in der nächsten Folge wieder, also nicht verpassen, direkt zu lassen. Bis dahin, tschüss. Tschüss.